Ich stehe jetzt hier in Hongkong an der Promenade. Das Wetter ist etwas regnerisch. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es die letzten Tage unglaublich heiß war. Ich möchte vielleicht ein paar Dinge hervorheben, die mir jetzt besonders aufgefallen sind oder die ich besonders wichtig fand. Das erste ist das strategische Vorgehen, was man hier in den Ländern gefunden hat. Ganz besonders ausgeprägt in Malaysia, wo es ein Regierungsprogramm gibt, Blueprint heißt es, wo 10 Entwicklungsfelder für die nächsten 10 Jahre aufgezeigt worden sind. Und eine besondere Schlüsselrolle dabei nimmt die Digitalisierung ein. Jedes dieser Elemente, die sich auf den Aufbau der Wissensgesellschaft, aber auch die Öffnung, Demokratisierung, Globalisierung beziehen, jedes dieser Elemente bezieht sich sehr stark auf die Digitalisierung und die Bedeutung, die es hat. Das Besondere daran ist, dass dieses Programm sehr detailliert ausgearbeitet ist, dass es auch grafisch sehr, sehr gut aufbereitet ist und dass es direkte Handlungsanweisungen an die Universitäten gibt. Das ist auch interessant, weil die Universitäten es dann wieder tatsächlich auch sehr detailliert umsetzen. Am eindrucksvollsten fand ich die Hochschulstrategie der Technischen Universitäten in Singapur, der NTU. Der Vizepräsident für Lehre, der mich wirklich nachdrücklich, muss ich sagen, sehr beeindruckt hat, weil er ein wahnsinnig energievoller und charismatischer Mann ist, hat ein Programm aufgebaut, um die Digitalisierung zu nutzen, um eine Lehr-Lernphilosophie zu etablieren oder weiterzuentwickeln, die sehr nah an dem liegt, was wir in Deutschland auch tun, vielleicht sogar noch besser machen können, nämlich die Lernendenzentrierung, die Kompetenzentwicklung, die Verantwortung der Universität für den Entwicklungsprozess der Hochschulen in den Vordergrund zu stellen. Technologie ist dabei, genauso wie ich es selbst auch unterstützen würde, immer nur ein Enabler, also ein Ermöglicher von solchen Prozessen. Es geht letztlich darum, Kompetenzen zu fördern und zu entwickeln. Es geht nicht darum, eine Technologie zu entwickeln, weil es sie jetzt gibt. Was man bei allen Hochschulen, die wir besucht haben, sehr deutlich sehen kann, ist, welche Bedeutung die Lehre für die Exzellenz der Hochschulen angeht. Und man muss ja sagen, die Hochschulen, die wir hier angeguckt haben, in Hongkong und Singapur, die gehören zu den absoluten Top-Universitäten der Welt. Und hier hat Lehre eine so essentielle Bedeutung für die Hochschule, die ist strategisch so wichtig, wie man es in Deutschland eigentlich überhaupt gar nicht findet. Das zeigt sich in unterschiedlichen Dingen, das zeigt sich darin, mit welchen Finanzmitteln die Hochschule ausgestattet ist, das zeigt sich auch darin, welche Gebäude für die Lehre gebaut werden. Dadurch erhält Lehre natürlich eine Sichtbarkeit, die nach innen und nach außen zeigt, das ist wichtig, Lehre ist wichtig. Das sieht man tatsächlich auch in den Regierungsprogrammen, das sieht man auch in der Förderung von Universitäten. Auch hier hat die Förderung von Lehre einen essentiell hohen Anteil. Ein weiteres Element, wie diese Sichtbarkeit erzeugt wird, sind Preise und Rankings. Auch etwas, was wir in Deutschland zwar haben, aber welches Element wir aus meiner Einschätzung nicht wirklich gut ausspielen. Nämlich das tatsächliche Hervorheben exzellenter Lehre. Sie haben hier sogar ausdrücklich gesagt, es geht darum, Stars zu produzieren, also wirklich einen Star in der Lehre zu machen, zu zeigen. Die ganze Hochschule ist stolz auf gute Lehrende. Der Kulturwandel bezieht sich zum einen auf die Lernenden, denn hier haben wir dasselbe Problem wie eigentlich in Deutschland auch, dass die Lernenden es in erster Linie gewöhnt sind, relativ passiv Wissen zu konsumieren. Und die Flipped Classroom-Konzepte, das Blended Learning, das Problem-Based Learning, was hier auch mehr und mehr als wesentlichstes didaktisches Element eingesetzt wird, erfordert eben einen aktiven Lerner, der sich kommunikativ, kollaborativ, in Peers darum bemüht, Probleme zu lösen. Dieses Leitkonzept, also das Ziel der verantwortungsvollen Problem-Solver, das ist tatsächlich ein Leitkonzept, was wir fast überall finden, und es erfordert eben einen Lerner, der aktiv ist. Das erfordert aber auch einen gewissen Wandel auf Seite der Lehrenden, denn auch die Lehrenden müssen die Förderung der Studierenden ermöglichen. Das heißt, sie dürfen sich nicht darauf reduzieren, Wissen zu vermitteln, sondern es geht sehr stark darum, tatsächlich Kompetenzen zu fördern und zu entwickeln. Und das Dritte ist die Hochschule selbst. Etwas, was ich schon eingangs gesagt hatte, die Hochschulen entwickeln sich immer stärker dazu, exzellente Lehre neben der Forschung als Markenkern zu entwickeln.
E-Learning wird hier, wie ich schon gesagt habe, sehr stark als Enabling Technology angesehen. Das heißt, es geht darum, Lernprozesse zu unterstützen. Es geht nicht darum, Technologie wegen der Technologie einzusetzen. Sehr stark im Fokus steht dabei immer die Kompetenzorientierung. Die wesentlichsten Modelle, die eingesetzt werden, sind Flipped Classroom, also MOOCs immer nur im Zusammenhang mit Flipped Classroom oder mit Blended Learning Konzepten. Viele Hochschulen haben sich das Ziel ausgerufen, mindestens 30% ihrer Lehre in Flipped Classroom Format zu machen und alle Großveranstaltungen aufzulösen und die Lehranteile dann ins Internet zu verlagern und die Zeit zu gewinnen, um mit den Studierenden arbeiten zu können. Auf der anderen Seite fand ich es schön zu sehen, wie experimentierfreudig die einzelnen Hochschulen mit den E-Learning-Systemen umgegangen sind. Man hat hier natürlich auch die edX, Coursera und so weiter, also die großen amerikanischen MOOC-Plattformen gefunden. Aber man findet hier eben auch sehr viel, das mit kleinen Tools und kleinen Elementen experimentiert wird. Das heißt, das Web in all den Möglichkeiten der Kollaboration, der Tools, natürlich auch der Content-Erstellung zu sehen. Auch das finde ich eindrucksvoll. Das gibt es in Deutschland nur in wenigen Systemen, nach meiner Erkenntnis.